So, hallo Lissi. Ich darf dich heute bei uns begrüßen. Weber Lissi hat ihren gleichnamigen Salon in Schweinfurt, ist seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Gratelings-Partnerin. Und vielen Dank schon mal, Lissi, dass du dir die Zeit nimmst für unser heutiges Gespräch. Du bist ja auch Platin-Partnerin von Gratelings und jetzt wollte ich dich fragen, wie ist es dir denn in der Zeit oder wie hat sich denn die Schließung auf deinen Salon ausgewirkt? Ja, erstmal hallo Christine, danke für das Interview. Gerne. Ja, ganz kurz gesagt, wie hat sich das ergeben für uns? Ganz einfach, Klappe zu, Affe tot. Bei uns innerhalb von ein paar Tagen mussten wir einfach den Salon schließen und sicherlich alle überfordert mit der ganzen Situation am Anfang. Ich habe am Anfang alle Kunden, die ich noch in meiner Liste drinnen hatte, angerufen, haben die ganzen Termine zusammengelegt. Ich habe die letzten Tage jeden Abend bis 22 Uhr gearbeitet, dass alle Mädels, die noch unbedingt Extensions gebraucht haben, auch noch dran gekommen sind. Ja, und dann war von heute auf morgen Schluss. Ja, und dann haben wir uns im Salon auch dafür entschlossen, dass wir einfach diese Zeit als Betriebsurlaub nutzen, damit alle auch ihr Gehalt weiterbekommen und danach waren alle einfach wieder von 0 auf 100 wieder da. Und ja. welche Erfahrungen hast du in dieser Zeit mit deinen Extensions-Kundinnen, mit deinen Gratelings-Kundinnen gemacht? Ja, wir haben sehr viele positive Erfahrungen gemacht, sehr viele verständnisvolle Kunden, die immer wieder angerufen haben, Mails geschrieben haben, dass sie warten und dass sie sich freuen darauf, wenn es wieder losgeht. Ja, und am Anfang, wo es wieder losgegangen ist, ganz klar, haben wir ja wahnsinnig viel gearbeitet. Wir haben 6 Tage Wochen durchgezogen. Die Mädels waren wirklich verständnisvoll, dass sie lange haben warten müssen. Manche haben die Extensions jetzt 6, 7, 8 Monate sogar drinnen gehabt und es hat immer noch gehalten. Also es war einfach der Hammer. Mhm. Ja. Und wie hat sich die Zeit oder wie hat sich das auf diese Zeit, diese Schließung oder diese spezielle Zeit auf deine Beziehung zu Gratelings ausgewirkt? Ja, ich denke, die hat sich einfach verstärkt. Gratelings war von Anfang an, wie auch immer eigentlich, für uns da. Ich habe in der Zwischenzeit immer wieder telefonieren können, wir haben Haare bestellt, wir haben ganz viele Mädels, die bei mir online ihren Termin schon gebucht haben. Wir haben so einen Online-Terminkalender und dadurch wusste ich schon, was ich am Anfang alles für Extensions brauche und alles, was ich nicht hatte, ist zu mir nach Hause geliefert worden. Das war einfach toll. Was und es ist aber eigentlich immer so bei Gratelings, es ist einfach toll. Das heißt, du warst für den Start dann auch optimal vorbereitet. Genau. Die ersten 2 Monate nach dem Neustart sozusagen liegen ja hinter dir. Wie sind die denn gelaufen? Die sind super gut gelaufen. Also wir hatten wahnsinnig viel Betrieb. So viele Kunden haben wir normalerweise. Also wir haben immer viel zu tun, aber die ersten 2 Monate waren einfach verrückt. Ja, das hat man versucht, so viel wie möglich auch aufzuholen, ne? Sofern das überhaupt möglich ist. Ja. Genau. Ich meine, wir haben am Anfang, habe ich 6 Tage in der Woche gearbeitet, von morgens um 8 bis abends um 8, damit ich wirklich alle Mädels erstmal wieder in die Reihe kriege, damit jeder, der unbedingt Extensions braucht, erstmal wieder drankommt. Und das hat aber wirklich auch super geklappt. Und jetzt sind wir wieder in einem ganz normalen Lot und es läuft ganz normal wieder weiter. Da ist der Normalbetrieb jetzt wieder sozusagen. Ja, ja. Genau. Ja, dann vielen Dank mal, dass du uns einen Einblick in deine aktuelle Situation gegeben hast, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Normalerweise hast du heute geschlossen, ne? Ja. Und, dass du deinen freien Montag dafür hergenommen hast und ich wünsche dir dann noch eine tolle Woche und einen guten Sommer. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Ich bedanke mich auch und das Gleiche wünsche ich dir auch und ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann bald mal wieder. Na? Danke schön.